Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Gruseln, neu schrägstrich alt, schon gespielt und neu gemacht. Ja, Slenderman Shadows, die ganzen Maps, die es gibt. Ihr seht, Sanatorium. Hospice habe ich, glaube ich, nie als Let's Play gemacht. Elementary, Mansion, Claustrophobia, Seventh Street, Prison und zwei neue Maps, Carnival und Christmas Special. All die werde ich mir jetzt vorknüpfen. Bei denen jeweils mache ich einen Run, aber Carnival und Christmas Special werde ich mehrere Runs machen. Nun denn, dann wollen wir loslegen. Ach genau, und bevor ich es vergesse, ganz arg wichtig. Ich bedanke mich an Chris vom Dynamischen Duo 2012 dafür, dass er mir dieses Spiel hier zur Verfügung gestellt hat. Also, das Spiel ist inzwischen kostenpflichtig, nämlich, und er hat es für mich gekauft. Und da echt ein dickes, fettes Dankeschön. Was wir noch machen können, ist hier Glowsticks die Farbe verändern. Und ich hätte gerne, Moment mal kurz, was hätte ich denn gerne? Ich mache mir knallrote Glowsticks. Als alter Star Wars Fan, hier so Darth Vader Schwert, kommt es auch cool, wenn die Glowsticks rot sind. Beziehungsweise, was kommt denn raus, wenn ich alle drei Farben extrem mache? Decrease Greenness, kommt gelb raus. Jetzt dazu noch blau, würde mich mal auch interessieren. Na, was kommt, was kommt, was kommt? Lila oder blau? Keine Ahnung, grau? Scheiß drauf. Ich wollte rot. Und so lasse ich das jetzt auch. So. Press Enter to save. So. Also, lang genug herumgeredet. Fangen wir an mit Sanatorium. Angespielt habe ich es ja schon. Die neue Version hier. Und leider muss ich euch sagen, es gibt diesmal keine... Wie soll ich sagen... Intros zu den Spielen, also wie bei Elementary und so, gibt's leider diesmal nicht mehr. Aber nun gut, was soll's. Hauptsache, die Maps sind neu überarbeitet und das merkt man auch, definitiv. Die Grafik viel besser geworden und die Framerate in dem Spiel definitiv auch mächtig gesteigert. So, mal gucken, wann uns das gute Landy erwischt und wie viele Seiten ich finde. Ach, da ist schon eine. Always hunting. So, jetzt... Kann's losgehen. Slendy, Slendy. Was haben wir hier drin? Jedenfalls keine Seite. Schade drum. Bin mal gespannt, wie viel ich überhaupt... Aha, so kriegt man jedenfalls die Dinger da. Ah, okay. Und so wirft man die Glowsticks ab mit Space. Okay. Das habe ich nämlich noch gar nicht getestet. Ach, die Taschenlampe flackert auch. So ein Special-Effekt in dem Spiel wahrscheinlich. Zweite Seite. Gleich mal einen Glowstick hier lassen, als Markierung. Da steht ja immer noch der Sack. Sakrament. Sakra. Oh. Es ist doch keine Sack... Nee, es ist keine Sackgasse. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Zwei Seiten und schon jagt er mich wie ein Irrer. Ich meine, Slenderman, ja, irre, hin oder her, keine Ahnung. Es ist jedenfalls kein Typ, mit dem ich... Meine Taschenlampe ist aus. Meine Taschenlampe ist aus. Ah, jetzt geht sie wieder. So, ich habe sie nicht ausgeschaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ich nicht. Das war so ein Special Effekt von dem Spiel. Und irgendwo ist der Slenderman wieder in der Nähe, wenn das Bildschirm so gruselig wird. Ja, da, da, Ach, jetzt verstehe ich. Ja, genau, stimmt ja. Ich bin ja gar nicht in Hospice drin. Das ist seiner. Ja, hab ich. Mann, ich habe das Spiel gerade eben selber gestartet und bin schon selber perplex. Weil die Map kam mir irgendwo schrecklich vertraut vor. Sanatorium war auch die einzige Map, die ich wirklich. Du Sackgesicht! Die Seite! Continue. No. So, also die Map kenne ich, die nächste Map jetzt hier.
Hospice. Die habe ich damals nicht gespielt, leider Gottes. Jetzt hole ich das nach, in der neuen Version. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie ein Intro dazu gab oder sonst irgendwas. Ist ja auch wurscht. Collect all 8 pages. Yo. Wie üblich. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist nix. Da ist schon eine. Ha, perfekt. Ach, geht's ja schon los. Und mal gucken, wie viele Seiten ich hier kriege. Also zwei Seiten. Vor der dritten stand ich. Naja. Hätten auch ruhig mehr sein können. Ach, verdammt, ich habe vergessen, einen Glowstick abzuwerfen. Das möchte ich als Markierung machen, wo ich eine Seite gefunden habe. Da, da ist wieder eine. So, Glowstick abgeworfen. Zwei Seiten. Mal gucken, ob ich das diesmal toppe. Mein erster, allererster Run in dieser Map. Ach, ich glaube, von der mache ich zwei Runs dann in dem Fall. Weil das wirklich das allererste Mal ist. So, was haben wir hier? Wir haben nichts hier. Sehr schön. Freut mich. Danke. Gott, was haben die hier getrieben für satanistische Dinge? Warum brennt da eine Tonne? Das sieht ja interessant aus. War das in der alten Version auch so? Hey, eine Seite. Jawohl, ich hab drei. Markieren, gleich markieren. An der brennenden Tonne. Obwohl, das kann ich mir auch so merken. Habe ich das Gefühl. So, und hier geht's noch links weiter. Mal schauen, was wir hier so haben. Noch nix, da ist nix. Der ist bestimmt schon dick auf der Jagd nach uns. Ein Wunder, dass ich ihm noch nicht begegnet bin. Hier geht's ja auch noch rein. Mensch. Oh, nett. Hier bin ich doch gestartet, oder? Ich glaub's zumindest. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich lang gegangen bin. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich wirklich auch gestartet bin. Ach je. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es jetzt hinter mir mit allen sämtlichen Slender-Spielen und Klonen, die es gibt. Aber es kommen immer noch mehr raus. Haunt war ja schon ziemlich cool. Aber hier, mal gucken. Oh, oh, oh. Always watching. Okay, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Vier Seiten, das ist doch mal ein guter Anlauf. Bleiben aber trotzdem immer noch vier Stück, ne? Und ich weiß nicht, wo sie versteckt sind. Oh je, oh je, oh je. Mal gucken. Mal gucken, wo bin ich denn nur? Und ich hab wieder... ich muss mich an diese Glowstone... Glowstone ist nicht... Das ist die Minecraft hier. Nee, bin ich hier gewesen? Keine Ahnung. Took my girl. Wow, fünf Seiten! Es sind jetzt inzwischen fünf Seiten! Oh, die Musik. Immer ein Stückchen. Sackgesicht! Obwohl, der hat ja nicht mal ein Gesicht. Wie komme ich also dazu, ihn Sackgesicht zu nennen? Der steht da. Der klebt mir jetzt noch dichter an den Fersen als vorher. Das ist Fakt. Das steht fest. Der Raum ist eine Sackgasse, hä? Ja, ist er. Es ist noch nichts verloren. 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 Nein, das Spiel ist noch nicht verloren. Hab ich schon gesagt, es ist noch nicht verloren. Ja, genau. Hab ich schon gesagt, ja. Oh. Anscheinend habe ich ihn jetzt abgehängt. Zumindest habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. So, aber hier war ich schon mal. Das erkenne ich an den Trümmern auf dem Boden. Mal gucken, ist er jetzt hier ums Eck? Nein. Oh. Wo ist er? Wo
ist er? Da nicht. Eigentlich interessiert es mich recht wenig, wo er ist. Mich interessiert mehr, wo die Seiten sind. Ach, da. Ja, da war ich schon. Dem Glowstick sei Dank. So, dann lässt sich jetzt aber auch wieder Zeit. Hier ist Landy. Vielleicht soll ich ein bisschen Gas geben? Nee. Das Dumme ist, ich weiß gar nicht, ob hinter mir welche sind, Seiten, weil ich mich ja nicht umdrehe, das mag ich gar nicht. So, da war nichts jedenfalls. Schmaler Gang. Essenskantine oder sowas? Aber keine Seite. Nee, das sind Betten, das sind Betten, das ist keine Kantine. Ich hielt das gerade für so Tische von einer kleinen Mensa oder so. Auch hier ist nichts. Sehr gruselig, danke. Ich habe das Licht nicht ausgeknipst, mal wieder. Danke. Zu gütig. Da ist eine Seite. Ich glaube, ich krieg die sechste. Ich krieg die sechste Seite. No escape, jawohl. Bleibt sich die Frage, wo finde ich... Ich habe einen Glowstick vergessen. Na egal. Wo sind die restlichen... sechs Seiten. Ja, bleiben noch zwei. Verbleiben zwei Seiten. Zwei. Puh, da war ich doch schon. Egal, laufen wir halt wieder ein Stückchen hier weiter. Laufen wir mal ein Stückchen hier weiter. Na, ich bin ja hier eigentlich schon gewesen. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier. Aber ich glaube, ich bin vorher nicht hier abgebogen, ne? An den Trümmern. Oh, was auch immer das ist. Es sieht lustig aus. Das ist so Pissoirs, glaube ich. Ich brauche die Dinger nicht, ich mache mir in die Hosen, das reicht. Also nur, wenn das Landy hinter mir ist. Vielleicht habe ich aber dafür Glück und finde jetzt hier meine fehlenden Seiten. Das Glück ist mir nicht hold. Ach, bin ich wieder bei dem Pissoirs. Egal. Ja. Ach, man kann hier auch aus der Puste geraten. Das habe ich ja total vergessen. Und damit ist mir jetzt klar für mich, es ist ein Mädel, das ich steuere. Und es ist hier nichts mit Seiten. Werde ich noch eine siebte kriegen? Eine siebte Seite? Der Slenderman sagt wahrscheinlich nein. So, da bin ich wieder auf irgendeinem Hinterhof geraten. Ja, was? Wo? 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 Der ist direkt hinter mir gespawnt. So glaube ich das zumindest. Der Cheater kann ja teleportieren und so Faxen machen. Hey, hier bin ich gestartet. Das war meine Startposition. Das erkenne ich anhand der Ziegel. So, mal gucken. Vielleicht habe ich ja jetzt hier Glück. Glück ist relativ. Ich habe sowas nicht. Ach. Wo du gleich einen auf einen wartest hier, mein Freund. Aber nicht mit mir. Hey, scheiße, hier war ich doch auch schon, oder? Wo geht's da lang? Zumindest hat er mich hier noch jetzt noch. Ich sollte meine Klappe halten. Bevor ich überhaupt was sage. Der spielt jetzt ein Spielchen mit mir. Der spielt ein Spielchen mit mir in seinem Spiel. Der Slandy. Nichts da, nichts da.
Was? Wo denn? Nee, nö, nö, nicht mit dem. Oh, Sackgasse, fu. Fu, fu. Oh Gott, warum sind ich jetzt keine Seite mehr? 7 Seiten? Nee, 6. 6 habe ich. Der lässt mich jetzt noch schön zappeln. Du wirst mich nicht kriegen. Slendy, nein, nicht heute. Aber ich schaue in meinem Terminkalender nach, wenn ich Zeit habe dafür, dass du mich holen kannst. Jetzt hat er mich erwischt. Okay, ich habe gesagt, ich würde einen zweiten Durchlauf hier machen, aber bei der Länge, wie es gedauert hat, lasse ich das diesmal. Huh, welche Map als nächstes nun? So, Play. Elementary. Und genau da zum Beispiel, da fehlt dieses schöne Intro, wo dieses Kindsgesang kam mit diesem Ring the bells and ring the... Ah, aber jetzt immerhin sammeln wir Teddybären. So, mal gucken, wo die hier stecken. Ist da schon einer? Nee, das ist ein Arm. Arm ab. Vielleicht hier? Nee, das ist ein Gang. Ein stinknormaler, billiger Gang. Und an solchen Dingern sind normalerweise die Teddybären, aber nicht in meinem Fall. Oh, schön sieht's draußen aus. Tja, so eine Schule finde ich toll. Mitten irgendwo, keine Ahnung, im Nichts. Unser erster Teddy. Tja, was? Ja, irgendwas. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht lesen können. Aber ich mag auch nicht stehen bleiben, um das zu identifizieren. Zwei Teddys! Hey! Direkt nacheinander. Kann ich eigentlich hier? Nein, hier kann ich keine Glowstones setzen. Hier steht wieder was an der Tafel. Und ich weiß es jetzt nicht genau. Es sagt genau identisch. Hm! Tja, da hängt. Die Lehrer hängen auch einfach nur rum so. Oh! An die Stelle erinnere ich mich. Die ist böse. Das ist eine Sackgasse. Aber ich bin froh, dass ich dann hier schon mal vorbei bin. Drei Bären. Das heißt, ja, hier muss ich zumindest nicht mehr hin. Und ich kann auch schnell umdrehen, falls dem der Fall ist. Oh, sie haben sogar Fliegen animiert. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ha, Liebe zum Detail. Ich mag das. So, ist die Frage, wo sind die restlichen Bären? Ich glaube zu meinen, hier draußen ist auf jeden Fall einer. Fragt sich nur, welches sein. Hahaha! Gefunden! 4 Teddys! Was hängt denn da auf dem Baum? Oh, die schmücken ihre Christbäume mit Leichen. Und ja, das ist ein Nadelbaum gewesen. Da. Der hat nur gelaubt, der Nadelbaum. Deswegen hat er keine Nadeln mehr. Ja, das geht. Noch nie einen nackten Tannenbaum gesehen? Ich auch nicht, aber egal. Zumindest ist das Laufen hier anständiger als bei dem Original Elementary. Bei dem Ur-Elementary. Dieser Special-Effekt wird echt wo überall eingebaut, oder? Hier mit der Taschenlampe. Ich mag den nicht. Daumen runter. Gefällt mir nicht. So, danke. So. Ei, ein 5. Bär. So, bleiben noch 6. Nein, Blödsinn. Bleiben noch 3. Ach, wie spannend die Musik schon wieder wird an dieser Stelle. So, hier war ich noch nicht, das weiß ich mit ganz Gewissheit. Mit bestem Wissen kann ich sagen, hier bin ich noch nicht gewesen. Oh ja, und das hat sich rendiert. Der 7. Bär. Nee, das ist der... Verdammt. Oh, Slendy. Sluta, Slendy. Oder so ähnlich. Jetzt ist er weg. So, mal gucken. Jetzt hier. Ein schöner, großer Raum, aber kein Teddybär. Wahnsinn, ich krieg den 7. Teddy.
So, bitte, 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 bitte. Komm, einmal möchte ich es schaffen hier, Elementary. Ich brauche nur noch den 8. Ich brauche nur noch den... Oh, ja. Escape. Jetzt ist es die große Schwierigkeit, den Ausgang zu finden. Oh. Und ich bin in einen sackgassigen Raum gekommen. Na toll. Naja, fast Sackgasse. Die Frage ist nur, wo ist der verdammte Ausgang? Nicht hier, oder? Nein, nicht hier. Oder vielleicht doch hier? Ausgang? Ja, ich hab die Map geschafft! Ich hab's geschafft! Yes! 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 Jawohl! Ein Run und durch. Jawohl! So, Slendy hat uns nicht erwischt. Gut. Menschen. Menschen wird schon etwas anspruchsvoller. Loading? Ja, es loadet. Und ich bin gespannt. Oh, 12? Waren es damals schon wirklich so viele? Und Mementos und was? Mal gucken, ist hier irgendwas davon, was ich einsammeln kann? Weil das ist immer so die größte Schwierigkeit von allem. Ein Lichtschalter, ein Blatt Papier. Was ist ein Memento? Jedenfalls nicht das. Schrank auch nicht. Ah, vielleicht hier. Da steht keins. Das Telefon ist ein Memento? Das gottverdammte Telefon ist ein Memento? Okay. Ich bleib erstmal an diesem Stockwerk, bevor ich irgendwo hoch oder runter gehe. Der Kronleuchter ist jedenfalls keins. Der Schrank auch nicht. Liegt da auf dem Bett eins? Ist das ein Memento? Nein, das ist ein Teddy und ich kann nichts mit ihm an. Doch! Ha! Memento Nummer 2. So, wie sieht's hier aus? Nichts. Und da? Auch nichts. Oh je, oh je, oh je. Schrank ist kein Memento. Jawohl! 3 von 12. Bratpfanne ist ein Memento. Aha. Ich muss auch darauf achten, dass ich Schlüssel finde. Glaube ich. No Mementos hier. Zumindest hat mir mein Cursor nichts an. Okay, okay, ich gehe eine Etage tiefer. Was soll's? Oder haben sie das jetzt abgeschafft mit den Schlössern? Also mit den Türschlössern. Sieht so aus. Sieht so aus. Es sieht nicht mehr so aus, als ob das hier irgendwie verschlossen ist. Beziehungsweise, das kommt mir von Menschen nicht bekannt vor. Schöner Garten draußen, wieder in so einer einsamen Gegend. Die Kiste ist kein Memento. Jetzt bin ich auch wieder ein Stückchen schlauer. Oh. Sauwetter draußen, da können wir ja froh sein, dass wir hier drin eingesperrt sind mit dem Slenderman. Ist die Uhr ein Memento? Ich wahnsinnig, glaube ich nicht. Die Uhr ist tatsächlich ein Memento gewesen. Ja, okay, suspekt. Wer stellt eine Standuhr auch in den Keller? Jo, 4 Stück. Bleiben noch weitere 8. Und bisher noch kein Slenderman zu sehen. Ist doch nicht wahr. Der hat einen Friedhof vorm Haus? Hey, was hängt da? Jedenfalls kein Memento. Du bist ein Memento. Ein Friedhof vorm Haus. Könnt mich gleich einbuddeln. So, Treppen. Ist die Bank ein Memento? Nein, die Bank ist kein Memento. Hätte aber sein können. Hat es hier gerade reingeregnet? Die Animation sah gerade so danach aus, als ob es hier reinregnen würde. Was? 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 Wo? Wo? Hab dich nicht gesehen. Oh, netter. Danke schön für diesen Effekt.
So, da bin ich mal gespannt, ob es jetzt die Tür hier oben auch verschlossen ist oder nicht. Sieht jedenfalls nicht danach aus bis jetzt. Oh. Was? Was? Bleib weg. Bleib weg. Schrank, bist du einer? Nein, bist du nicht. Oh je. Aber ist das dann... Das sieht mir doch stinkt nach Memento. So, eingesackt. 6 Stück jetzt. Klavier, bist du eins? Wäre auch ein Wunder. Oh. Und ausgerechnet jetzt klingelt bei mir das Telefon. Ah. Oh je. Hoffentlich hört das Telefon bald auf. Slender cheatet! Slender cheatet und geht an der Wand entlang. Beziehungsweise versucht mich von durch die Wand zu kriegen. Das ist unfair! Ha! 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 Stand es direkt daneben, neben dem Ding, ja? Elendiger Cheater. Was? Wo jetzt? Der steht immer noch in der Wand. Hoffentlich bleibst du da stecken und verreckst. Ich möchte einen Bug melden. Der Slenderman cheatet. So. Ja, ja, bleib du mir gestohlen. Da liegt was. Ein... Keine Ahnung. Donut? So, was ist hier so? Der steckt immer noch in der Wand fest. Vielleicht habe ich ja Glück und der bleibt da tatsächlich feststecken. Okay, keine Mementos hier. Was? Nee, 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 mein Freund. Nee, nee, nee. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Beziehungsweise runter. Beziehungsweise, wo ist noch etwas? Bad? Er steckt tatsächlich drin fest, habe ich das Gefühl. Das gerade ambitioniert mich dazu, noch mehr zu finden. Die Frage ist nur, wo muss ich verdammt nochmal lang? Und wo ist das Zeug? Wo ist es denn? Du kriegst mich nicht hier, du kriegst mich nicht hier, ha! Er stand genau am Ausgang. Ach so, nee, hier geht's raus. Vielleicht finde ich ja hier unten nochmal ein paar Mementos. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn ich die Map hier auch noch durchkriege. Zwar halbwegs geschummelt. Was? Was? Okay, er steckt nicht fest. Er steckt nicht fest. Er steckt nicht fest. Das habe ich jetzt definitiv festgestellt, dass er nicht feststeckt. Gerade mehr ein Grund, mich zu beeilen. Bitte, sei ein Memento. Sei ein Memento. Keine Mementos. Du bist auch kein Memento. Kronleuchter oder was du auch bist. Schrank, du auch nicht. Hier war ich ja schon mal. Ah. Ach, guck an, wie Glowstones kann man legen. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen sollen. Okay, hier ist auch nichts like a Memento. Nein, ich will jetzt nicht runter. Später vielleicht, wenn ich wirklich verzweifelt oder verirrter Verzweiflung hier nichts mehr finden sollte. Aha. Aber ach so, Moment mal kurz. Ich glaube, hier war ich auch schon. Memento. Ha! Und ein weiteres Memento eingesackt. Hier kenne ich jetzt nur die restlichen. Du bist kein Memento? Momento, Memento. Ich werde gerade ganz komplett Demento. Hier. Von den Mementos. War ich da drin? Ich kann mich gerade nicht entsinnen. Aber offensichtlich keine Mementos hier. Das Spülbecken ist kein Memento. Die Blume war ein Memento. Hey, 10 von 12 bis jetzt. Oh. Aber
das hier ist nichts mehr. Vergiss es, mein Freund. Vergiss es, mein Freund. Du bist nicht mein Freund. Ich suche mir meine Freunde selber aus. Dich will ich nicht zum Freund haben. Okay, 11 Mementos. Fehlt jetzt nur noch das verdammte 12. Und die Frage, wie es aussieht. Was ist es? Was könnte das 12. Memento sein? Okay, jedenfalls nicht hier. Ich bin gerade an mir vorbeigerannt. Eigentlich wollte ich hier unten bleiben. Ich wollte hier unten noch suchen. Da nicht mehr lang. Oh, bitte. Ein 12. Memento noch. Kann ich dem Slenderman noch ein zweites Mal ein Schnippchen schlagen? Das wäre eine klasse Sache, wenn ich dem auch noch ein zweites Mal besiegen könnte. Und das in einer ganz anderen Map. Das wäre auch das erste Mal überhaupt in dieser Map, wo ich ihn schaffen würde. Sieht hier nicht so aus wie ein Memento. Tja, wie knapp immer. Wie knapp. Hey, hier unten ist ja auch noch eine Tür. Mal schauen. Oh, Klo. Nee, hier habe ich die Pizza gefunden. Ein Blatt Papier auf dem Slendy, du wirst doch wohl nicht schummeln hier so in deinen Wänden. Wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ist man echt aufgeschmissen. Oh je, Ne, hier habe ich doch schon. Gesucht. So, Zeit mal wieder nach oben zu verschwinden. Das hält den alten Slenderman fit. Wenn er auch mal hier so Treppen steigen muss. Ist Tatsache. Okay. Da war nichts. Aber was könnte das letzte Memento sein? Ich sag's ja, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, ist man echt aufgeschmissen. Ich könnte jetzt hier noch Stunden umherrennen und würde es vor meiner Nase selbst nicht erkennen. War ich hier überhaupt schon? Ein Doppelschlafzimmer? Offensichtlich war ich hier nicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, hier gewesen zu sein. Aber der Tisch kommt mir schrecklich bekannt vor. Wenn ich hier so überall rum mich umschaue, kommt mir alles so schrecklich bekannt vor. Wir gehen jetzt nicht runter. So. Licht fängt schon wieder an zu flackern. Ich setze vielleicht also gleich wieder dieses Special-Effekt ein. Radio, warum bist du kein Memento? Ein Slenderman hat sich schon lange nicht mehr blicken gelassen. Teils erfreulich, teils unerfreulich, ach keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja wirklich Glück und er steckt diesmal fest. Dann lassen wir ihn unten in seinem Keller verschmoren jetzt erstmal. Ah, kein Ort, an dem ich nicht schon gewesen bin. So, vielleicht hier im Waschbecken irgendwas Memento-taugliches. Nein. Ein Klo? Ne, da hatten wir die Blumenvase. Mach ich gleich hier eine Markierung. Oh, bitte. Memento. Merken, Schränke sind keine Mementos. So, wo kann ich denn noch was finden überhaupt?
Wo steckt der, der Schlender? Es will mich nach unten ziehen. Aber ich lasse mich nicht drauf ein. Wenn ich wieder in diesen einen großen Raum komme, also in den hier, gehe ich jetzt erstmal nach oben. Oh mein Gott, direkt vor meiner Nase, oder? Du bist das Memento? Nein. Du da oben wahrscheinlich auch nicht. Okay. Ich habe mich getäuscht, also meine Idee war nicht besonders gut. Was? Wo ist denn jetzt schon wieder? Aber wo zum Vieh ist jetzt noch das Letzte? Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nur gehört, aber gesehen habe ich dich nicht. Ich glaube, ich bin sowieso gerade auf einer buggigen Map. Das erinnert mich aber, mir fällt aber auch gerade wieder die eine Folge, müsst ihr euch mal angucken, gerade von Chris vom dynamischen Duo. Slenderman, Slenderman, da steht er und schunkelt. Ja, ich sehe dich und ich guck dich besser nicht mehr lange an. Schummler, Schummler! Er cheatet! Er geht durch Wände! Ein Klavier und es gibt kein Memento. Memento! Leck mich, Slendy! So. Probier es doch mal hier unten. Wo ist er? Lichtschalt. Yay! Du steckst nicht an der Wand fest. Ich merk's ja schon. Ich merk's ja schon. Okay, okay, okay. Du hast dich wieder rausgeportet. Du Sau. Du Sau. Sau, Sau, Sau. Sau, 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 Sau. Juhu. Was ist das letzte Memento? Da steckt er wieder in der Wand. Ich habe seine Hand gesehen. Du bist kein Memento. Ihr seid auch keine Mementos. Auf den Stühlen liegen keine Mementos. Bulli, 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 bu. Ich mache jetzt hier alles einfach rot. Ich färbe die ganze Bude rot. Wie viele Glowsticks hat man? Oh, ich kann wohl nicht mehr. Ah. Verdammt. Was? Nichts ahnt, gehe ich in die Ecke des Schrankes. Guck mal, wie schön rot hier alles ist. Ach nein, das war die blöde Vase. Wo ist das Memento? Und wo ist der schon wieder? Hinter welcher Wand verbirgt er sich diesmal? Die Statue sieht auch stranger. Ja, 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 ja. Ist gut, Freund. Ist gut. Ist gut, Kollege. Die Melodie sollte mich jetzt wohl erschrecken, ja? So, gucken wir nochmal unten nach. Habt ihr es gesehen und ich nicht? Ich weiß es nicht. Bin ich auch wirklich vielleicht schon dran vorbeigerannt? Aber ich kann nichts erkennen, was hier noch so stylistisch einem Memento ähneln könnte. Die Pizza haben wir auch schon alle weggegessen. Yikes, yikes! Und da schult er sich wieder durch die Wand. Uiuiui, uiui, uhuhu. Was? 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 Was?
Irgendwas habe ich gedacht, ich hätte gerade gesehen, wie er... Nee. Hallo. Wo ist dieses verdammte... Was ist das verdammte Memento? Was ist das? Probier jetzt trotzdem die Kronleuchter alle aus. Oder fast alle. Schrank. Kein Memento. Kronleuchter, auch kein Memento. Uiuiui. Du bist ein Memento. Nee, du bist kein Memento. Du bist auch hier. Ich weiß nicht, wie dicht ich ihm jetzt schon ein paar Mal hier war. Aber es war eindeutig zu dicht. Er ist wie der Teufel jetzt hinter mir her. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich... Bist du verbuggt? Okay, ich gebe auf. Ich gebe auf. Hier hast du mich. Friss mich. Was auch immer. Hallo? Tja, die Map ist buggt. Continue? No. Ich mache wahrscheinlich jetzt doch einen Zweiteiler draus. So, mal gucken. Haben wir schon durch, die vier. Und in der nächsten Map 1, 2, 3, 4, 5 machen wir die restlichen 5. Im Moment muss ich mich jetzt gerade von dem erholen hier. Weil es war jetzt abnormal. Es war jetzt abnormal. Wenn ihr gesehen habt, wo das letzte verdammte Memento war, sagt mir Bescheid, dann kann ich mir selber an den Kopf klatschen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.